Hallo ihr lieben Hüllenkrieger, weiter geht es hier mit Dark Souls 2 und dem Mod Tales of Drangleic. Ja, ich bin ja in der letzten Folge hier ziemlich unrühmlich an der Sünderin gestorben. Das ist mir eigentlich bisher noch nicht passiert, weil wenn man da die Lucatil mitnimmt, funktioniert das eigentlich recht gut. Aber ich werde trotzdem noch ein bisschen Licht anmachen müssen hier. Jetzt gucke ich mal das Salz vor. Ich wollte hier in die Dienstbotenquartiere, genau. Und deswegen gehe ich jetzt hier mal in den Mondturm, weil ich ja, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da war normalerweise der Schlüssel, den man hier braucht. Ah, wieder der Verfolger. Brauche ich jetzt nicht. Damit man da irgendwie dann aufsperren kann und ein wenig Licht ins Dunkel bringen kann. So. Ich kann mich auch völlig vertun und ich bin hier ganz falsch. Ich glaube, ich bin hier ganz falsch. Oder muss ich da zuerst die Gargoyles da oben besiegen? Ich weiß es nicht. Naja, gut, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch ein bisschen was abluten hier. Finstergeist ist eingefallen. Wo kommt der denn jetzt? Kommt der da von oben oder von unten? Keine Ahnung. Hier wird man ja auch immer gerne überfallen, irgendwie, wenn man einen bestimmten Eid ausrüstet, hier den Glockenhüter-Eid, dann wird man hier zu Hilfe gerufen. Wo ist denn der blöde Finstergeist jetzt hier? Keine Ahnung, aber hier waren, glaube ich, auch noch Items drin, wenn mich nicht alles täuscht. Eine Kiste. Boah, ich habe das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß ja überhaupt nichts mehr. Blauer Stein, Tränensteinring. Nochmal ein Skeptiker-Gewürz. Gucken, für was das eigentlich gut ist. Senkt benötigten Willen eines Zaubers um 1. Ah, das kann ich auf einen Zauber oder ein Wunder anwenden. So. Naja, gut, wenn wir schon mal da sind, dann gehen wir hier mal rauf. Wahrscheinlich überfällt er mich jetzt hier oben. Oder er steckt irgendwo fest. Ah. Hab ich hier alle Gnome hinter mir, oder? Ach, und den Finstergeist auch noch. Oh mein Gott. Nicht aufgepasst. Mann, Mann, Mann. Okay. Ah.
Ach ja, also diese Zwerge sind schon irgendwie extrem nervig. Nervige kleine Gnome hier. So, ich laufe jetzt hier einfach durch. So. Aber ich glaube, die müssen wir einfach... einfach einen nach dem anderen erledigen, damit die einem nicht hier zu 5, 6, 7 auf die Pelle rücken. Bam. Die schon mal erledigt, aber die droppen rostige Münzen. Da oben sind das ja so wahnsinnig viele. Ach. Ja, ist jetzt gut. Ist ja gut. Ist ja gut. So, erstmal hier das Ding aufmachen, damit ich nicht nochmal hier hoch muss. Weil damit... bekommen wir dann... diese Tür zu den Gargoyles geöffnet. Jetzt weiß ich gar nicht, was hier drin ist. Ah, Dämmerungskraut, okay. Ja! Ah! Mein Gott, ist egal. 3000 Seelen ist jetzt nicht die Welt, die lasse ich jetzt da liegen. Da gehe ich nicht nochmal rauf. Ah! Das sind einfach zu viele. So schnell kann man die gar nicht abmurksen, es sei denn, man hat hier eine richtig gute Waffe. Hm. Müssen wir uns jetzt hier um die Gargoyles kümmern? Ich, boah. Ich vermute es fast mal, aber ich bin mir nicht sicher. Fall muss ich diese Zwerge erstmal hier nochmal... Oh, ich habe die falschen... Ich habe die falschen Zaubereien drin. Ah, muss... Ich probiere es einfach. Wenn es nicht funktioniert, dann muss ich halt hier nochmal rauf. Gnome auch noch weggeschnatzt. So. Dann werde ich hier mal eine Glut einwerfen und weil das jetzt auch wieder ich glaube 5 oder 6 oder 4 oder ich weiß gar nicht, wie viele Gargoyles das sind. Jedenfalls viele, hole ich mir jetzt mal Hilfe. Den herrenlosen Glencore hole ich mir da. Ich glaube, den kann man ein paar Mal beschwören. Hier muss man bloß aufpassen, dass der hier die Treppe hochkommt. Ist mir auch schon mal passiert, dass der sich hier irgendwie festgehängt hat. Und ich bin da reingelaufen, habe mich gewundert,
warum der nicht hinterherkommt. Na, komm, bleib hier. Einen haben wir schon mal. Der Glencore, der macht eine ganz gute Figur hier. Es geht ja nur darum, die hier ein bisschen zu dezimieren. Mein Gott, wie viele sind denn das? Okay, wir haben gesiegt. Tralala. Wir haben eine Seele des Gargoyles bekommen. Also alleine möchte ich den Kampf hier nicht machen, ehrlich gesagt. Kommen hier in die Seele und fallen hoffentlich nicht runter. So. Dann gucken wir hier mal weiter. Wie viel Zauber habe ich eigentlich noch? Ach, nicht mehr sehr viel, okay. Eine Kiste. Nee, ich bin auch nicht da, wo ich hin wollte. Ritualband des Südens. Ah, damit kann ich zusätzliche Zauber einstimmen. Boah, jetzt muss ich echt... Weiß ich jetzt auch nicht genau. Da muss ich nochmal gucken, wo ich da eigentlich hin wollte, musste, sollte. Da hinten liegt auch noch... Genau da will ich nämlich hin. Genau darüber muss ich nämlich... Wie komme ich denn da wieder hin? So, jetzt gehe ich aber, bevor ich da runtersteige, nach Majula zurück. Und level mal ein bisschen. Weil die Erfahrung hat ja gezeigt, ich sterbe schneller, als es mir lieb ist. Ich spiele hier wieder totale Noob irgendwie. Gesundheit wollte ich mal ein bisschen und dann werde ich meinen Willen noch etwas boosten. So. Ach, jetzt haben wir noch ein paar Seelen übrig. Da kaufe ich mir doch mal irgendwelche Ringe hier. Was ich da noch so kaufen kann damit. Meine Katzenring hätte ich gerne und Ring kann ich nicht kaufen. Oh, 13.400 kostet der. Und den hier, Ring des Geflüsters, brauche ich auch noch. Aber ich habe doch noch ein paar Seelen hier im Gepäck. Die kann ich ja mal eine, mal gucken, wie viel das ist. Ah ja. Verkauft auch Heimatknochen. Na, brauche ich ja nicht, aber gut zu wissen.
Okay. Kann man sonst noch irgendwas brauchen? Nee. Satisfied? So, gut. I'll be around if. Dann haben wir den Ring schon zumindest. Aber das muss ich mir merken, dass der Katzenring so teuer ist. Muss ich mal so ein bisschen farmen gehen. So, und dann gehen wir zu diesem Leuchtfeuer zurück. Sünderhügel, Mondturm dahin. Wie komme ich denn darüber? Da muss ich mir echt mein eigenes Walkthrough-Let's Play hier nochmal angucken. Hier sind jede Menge Hunde. Kriege ich die, wenn ich den Zauberstab in die andere habe? Gucken wir mal. Wahrscheinlich falle ich dann da runter. Bei meinem Glück. Schauen wir mal. Wow. Nee, ich glaube. Kann ich nicht anvisieren hier. Nee. Okay. Dann wechseln wir das wieder. Oder ich nehme gleich das Schwert. Schauen wir mal. Hundi, was machst du denn hier? Der Sündervogel hier. Genug gesündigt. So. Und der Hund auch noch? Ja. So. Ein Menschbild. Und was habe ich noch? Irgendeinen Zauber habe ich da gekriegt? Ein Zauber? Lasst mal sehen. Weiß gar nicht was. Stille? Könnte die Stille gewesen sein? Nee, die habe ich irgendwo anders gefunden. Ach, keine Ahnung. Ein Drachenzahn, ein versteinertes Etwas und ein Leuchtkäfer. Die Leuchtkäfer könnte ich auch mal verwenden. Die verstärken ja jeglichen Angriff. So, nachdem ich jetzt hier nicht da rausgekommen bin, wo ich eigentlich hin wollte, gehe ich jetzt noch mal Oberer Wall. Nee, da wollte ich nicht hin. Sünderhügel. Mondturm. Der ferne Zelle. Ich gehe nochmal in die Dienstbotenquartiere zurück und gucke nochmal, ob ich da irgendwo noch weiter rauskomme. Das ist echt ein Labyrinth hier. Nee, hier bin ich ja reingekommen, aber. Das ist ja nur die Boss-Arena. Ich bin jetzt überfragt, ehrlich gesagt. Oder bin ich hier? Hier bin ich noch nicht rausgegangen. Genau da kommt man nämlich rüber. Ach, ich bin so verpeilt. So, und da muss ich mich hier die Tür zumachen. Die Seele und ups. Dann kann ich nämlich hier hin und
hier holen und das. War nämlich der. Simpel. Das ist dein Tod. Wer mich von der Klippe schubsen will, hat sein Leben schon verwirkt. So. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wo ich hier eigentlich bin. Ah, da waren wir auch noch nicht. Genau. Da kommen wir nämlich dann wieder runter zu McDuffs Werkstatt. Gucke ich aber noch hier oben. Ah, ja, ich erinnere mich dunkel. Das sind wieder explodierende Menschen. So, und hier ist nämlich ein Gitter. Da waren wir schon auf der anderen Seite. Konnten das nicht öffnen. Hier nur eins aufmachen. Ah ne, da gehen die anderen auch auf. Genau. Ihr wollt mich hier umbringen. Manche sterben hier bei der Selbstexplosion. Genau, das hier ist die Tür, die nicht rausgeht. Genau, hier haben wir nur ein Skelett drin hängen. Manche sterben da bei der Selbstexplosion und manche eben nicht. Ich glaube, die mit dem mit diesem schimmernden Leuchten da in der Brust. Wo flüchtest du dich denn jetzt hin hier? Kann ich da rüberspringen? Schaffe ich das? Ja. Und eine große Seele kriegt man hier. Und wo komme ich jetzt hier Schönes hin? What? Lass mich hier mal rein. Ach hier, da sind wir wieder vor der Boss-Arena hier vor den. Ah nee. Wo genau sind wir hier? Hier war ich ja schon mal, aber. Oh mein Gott. Verpeilt hoch 3. So, dann. Ach so, jetzt bin ich wieder hier unten. Na toll. Na toll. Jetzt kommen hier wieder 1000 Hunde. Na gut, nur 2. Aber ich schaue jetzt, dass ich hier mich zum McDuff durchschlage. Na komm, lasst mich hier durch. Köter. So. Schnell hier rein. So. Dann haben wir nämlich auch den Schlüssel. Und könnten jetzt natürlich wieder in den Sünderhügel zurück. Oder. Ne, wir gehen jetzt in den Sünderhügel. Dann haben wir das nämlich dann auch erledigt.
Ich habe da unten, ich bin da nochmal runtergefahren und habe da eine Fackel angezündet, weil... Ich nehme noch einen anderen Zauber mit, das ist irgendwie doof. Und ich werde noch diesen anderen Ring anziehen. So, genau. Dann habe ich nämlich... Also das brauchen wir nicht. Dafür tue ich nochmal so eine Kugel mit rein und den hier so. Genau. Das sollte ausreichen. Okay. Gut, dann gehen wir noch mal. Ich hoffe, das war jetzt der richtige Schlüssel. Ach, ich hätte die von oben da wegschnatzen sollen. Ja, das ist ja doof wieder hier. Kriege ich wenigstens einen Lebensstein, damit ich hier meine Gesundheit wieder aufpeppen kann. Okay, dann probieren wir es hier nochmal. Das mit diesem Lift ist ja auch mal extrem nervig, dass der so lange unterwegs ist. So, und dann gucken wir mal. Ich werde den jetzt, glaube ich, hier so mit Zauberei. Hier habe ich nämlich die Lampe angemacht, damit wir... ...dann auch die Fackel entzünden können hier unten. Sonst muss ich die ganze Fackel nämlich... hierher schleppen. Ah. Blödes Viech. Ich hoffe ja, die Lukatin stellt sich ein bisschen besser an wie beim letzten Mal. Da hatte ich irgendwie so das Gefühl, die ist festgefroren. So. Hier ist man auch irgendwie noch rausgekommen, oder? Da ging es doch noch irgendwie so raus, wo man dann nochmal in den Tod stürzen könnte. Und dann gab es aber da noch ein Item irgendwie. Glaube ich. Na? Wieso kann ich den nicht anvisieren? Das ist irgendwie... Also gut, meine Theorie hier, dass die mit dem leuchtenden Fleck da drin wieder auferstehen, wenn sie explodieren, das stimmt wohl auch nicht so ganz. So, jetzt haben wir hier aufgemacht. Und... Dann knöpfen wir uns hier nochmal die Typen vor. Weil da muss ich ja in beiden Seiten hier rein. Uah.
Ich sehe mich hier schon wieder ins Wasser fallen. Na, allzu viel entgegenzusetzen haben die mir ja nicht, aber... machen auch mächtig Schaden. Halt. Nein, du bewirfst mich hier nicht mit irgendwelchen Feuerbomben. So, und jetzt hole ich mir ein Feuer und die Lukatil. Ja, hier könnte man auch ein Feuer anmachen. Wenn man schlau gewesen wäre, aber da habe ich natürlich nicht dran gedacht. So, jetzt gehen wir nochmal runter. Jetzt machen wir das nochmal hier. So. Einmal die Lukatil. Und einmal ein Feuer. Jetzt, meine Gute, jetzt gehen wir hier mal raus. Folge mir unauffällig. Hey, hier hoch. Geh bloß nicht da unten durch. Ich hoffe, die kommt mir hier hinterher und macht nicht irgendwelche Dummheiten. Kommen wir nämlich auch hier rein und können hier Licht anmachen. So, ein seidiger glatter Stein. Ein paar Steine habe ich ja schon wieder gefunden. Da könnte ich mal zu den Krähen die mal eintauschen. So, dann sehe ich wenigstens was. So. Genau. Dann werfe ich nochmal hier ein Kräutlein ein. Und vielleicht auch noch so ein Käfer. Die benutze ich ja sonst nie. Wieso kann ich den nicht benutzen? Wieso kann ich den Käfer nicht benutzen? Das verstehe ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Das ist jetzt seltsam. Muss ich den im Inventar haben? Ich glaube nicht. Oder ist der hier in dem... in dem Mod rausgepatcht? Anscheinend. Ich habe keine Ahnung. Kann ich nicht verwenden. Wieso habe ich die dann gekauft? Okay. Let's go. Huch. Nee, die Lukatil ist irgendwie nur Statist hier. Macht überhaupt nichts. Lukatil. Hm.
Ja, ich glaube, das ist ja irgendwie keine große Hilfe hier. Dann werde ich, glaube ich, doch mal beim nächsten Mal hier alleine reingehen, weil... Ui, wo bin ich denn da jetzt hängen geblieben? War ich da schon am Ende von der Arena oder was? Ach. Ja. Oh mein Gott. Ja, wenn ich den Kampf sowieso alleine machen muss, dann ist das echt. Gott, also diese Reichweite ist ja unglaublich. Und die Geschwindigkeit auch irgendwie. Ach. Oh mein Gott. Ich komme hier überhaupt nicht zum Reagieren. Ah, ich bin tot. Ah, shit. Okay, also ich würde sagen, ich probiere das jetzt nochmal alleine, weil mit der Lucadil wird das nix. Wenn die nur rumsteht und überhaupt keinen Schaden macht, sondern nur zum Ablenken da ist. Ich muss das alles alleine machen, mache ich ja kaum Schaden. Dann kann ich ja gleich alleine machen. Also das ist im Normalspiel oder ja, ohne Mod anders. So, jetzt muss ich bloß hier wieder... Muss da bloß wieder durch, das ist ja... echt nervig. Komme ich an diesem Riesenviech vorbei, ohne dass ich den da jetzt... Wunder wie erledigen muss? Ah.
mal sehen. An dem komme ich irgendwie nicht vorbei, glaube ich. Aber doch. Ah, nee, ich musste ja da hoch. Mist. Nein! Kommt der mir hier hinterher? Ich glaube, ich spinne. So, dann gehen wir jetzt mal hier so rein. Gucken mal. Ach, Leute. Ach. Geht ja schon gut los. So. Erstmal Seelen wiederholen. Na komm. Ja, fast keinen Schaden. Was ist denn das? Das ist ja. Oh. Und das Dodgen ist ja auch kaum möglich hier. Naja, gut. Ich versuch's jetzt mal. Etwas langsamer. Ja, ich habe nicht so das Gefühl, dass ich hier viel mehr Schaden mache. Glück gehabt. Glück gehabt. Ah. Oh, nicht weggekommen. Ich habe immer so das Gefühl, die erwischt mich überhaupt nicht. Und trotzdem habe ich schon wieder die Hälfte vom Leben weg, irgendwie. Irgendwie ist die Steuerung auch zäh, habe ich so das Gefühl. Och. Das muss doch jetzt zu schaffen sein, oder?
Okay. Gut. Haben wir das auch geschafft? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, immerhin gut Seelen gegeben hier. Zäher Kampf, aber... Warum jetzt dieser Brightbug da nicht funktioniert hat, der Leuchtkäfer. Oh, noch ein Duftzweig. Sehr nice. Ein Urleuchtfeuer. Haben wir hier entzündet. Gut, dann haben wir in dieser Folge 2 Bosse erlegt. Übrigens gibt es ja 27 Bosse hier im ganzen Spiel. Gut, dann werde ich hier mal meine Seelen einigermaßen sinnvoll einsetzen hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich muss gucken, wo wir dann da weitermachen. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten da nach diesem Nebelwald weitermachen oder an der Irdenspitze. Muss ich mal sehen. Okay, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschaut. Und ja, macht's gut und ciao, ciao.